Handy, wir brauchen den hier. Was geht ab, Freunde des gepflegten Backenballetts? Heute schauen wir uns auf dem Munich MMA YouTube Channel eine kleine Switch Bodykick Serie an, bei der wir den Gegner zuerst auf ein bestimmtes Verhalten konditionieren und dann die gegebenen Lücken ausnutzen, um hart zu treffen. Bis gleich. Es geht um Folgendes. Wir wollen unseren Gegner darauf konditionieren aus einem ganz einfachen Schlagsetup. Wir verwenden jetzt für dieses Video die ganz klassische 1-2. Ein Switch Bodykick. Okay? Nochmal, der Fokus liegt auf dieser Bewegung, der Switch. Was hier passiert ist, dass ich einfach nur meine Beine austausche. Was vorne ist, kommt nach hinten. Was hinten ist, kommt nach vorne. Ich komme schon in einer gepiveten Position in meinem Standbein an und lasse einfach einen cleanen linken Bodykick fliegen. Wenn ich das drille ohne eine Schlagfolgetechnik, achte ich darauf, dass ich nach meinem linken Bodykick zwei Steps rückwärts mache. Das heißt, ich treffe, ich bringe mein linkes Bein ganz nach hinten und bringe mein rechtes Bein wieder in die Standardauslage. Auf diese Art und Weise kann ich einfach dafür sorgen, dass ich in einem echten Szenario die Distanz wieder ordentlich aufbaue, eine klare Übersicht über meinen Gegner habe. Okay, jetzt kommen wir zu der Drillgeschichte. Für das echte Szenario möchte ich, dass der Gegner darauf reagiert, dass ich vor meinem linken Bodykick immer switche. Okay, wir schlagen also unsere Schlagkombination 1, 2, Körper. Jetzt merke ich, okay, der Mann hat den Double Forearm Block und er hat jetzt meine Schlagkombination für den linken Switch Kick rausgefunden. Diese Reaktion mache ich mir jetzt zunutze. Ich schlage genau dieselbe Kombination, 1, 2, switche, und was ich jetzt mache ist, während der Switch-Bewegung bringe ich meinen Torso auf die Außenseite, lade meine rechte Schulter und komme mit einem schönen rechten Haken oben drüber. Boom. Treffe den Mann hier und erst jetzt nach der Schlagkombination zum Kopf komme ich wieder mit meinem linken Bodykick zur Leber. Ja? Also wir nutzen seine Defensivreaktion mit dem Double Forearm Block, um diese Lücke zu kreieren zum Kopf, fliegen oben drüber und schießen ab. Wenn wir das jetzt live drillen, dann möchte ich natürlich meinem Trainingspartner nicht jedes Mal einen rechten Haken an den Kopf sammeln. Das heißt, ich lasse meinen Trainingspartner ganz einfach in der Doppeldeckung stehen und bringe meine Schläge an den Mann. Das wäre eine Variation. Die Schlagkombination 1-2 ist natürlich optional. Ich kann das mit 500 verschiedenen Variationen machen. Nicht alle Leute blocken aber mit dem Double Forearm Block. Klassischer Thai-Block, bei dem der Partner sein Knie und seinen Ellenbogen zusammenbringt, um eine Mauer zu bilden, ist natürlich auch eine Option und auch dafür möchte ich eine Lösung haben. Und wir nehmen heute einfach mal ein Sweep-Setup. Ich drille es genauso, zweimal, um eine Reaktion zu provozieren. Thai-Block? Eins, okay. Schauen wir, ob das Muster bleibt. Nochmal, Thai-Block. Okay, er tendiert dazu, den Thai-Block zu machen. Wieder 1-2, Setup kommt, die Reaktion. Und dann bringe ich meine Hand, wir tauschen mal ganz kurz die Position. In dem Moment, wo ich merke, er bringt den Thai-Block, bringe ich meine Hand vor seine Brust und dieses Mal lifte ich nur noch mit meinem vorderen Bein das Standbein weg, erzeuge Gegendruck und bringe den Mann zu Fall. Auch hier drillen wir das flüssig durch. Achtet dabei auf euren Trainingspartner. Offensichtlich ist es nicht unbedingt super angenehm, wenn ich meinen Gegner hart mit einem Sweep zu Fall bringe. Wir machen das noch zweimal. 1-2, Thai-Block. Hoppa. Nochmal Thai-Block. Hoppa. Und jetzt hopp, Switch. Und dann bringe ich den Mann zu Fall. Das sind zwei Setups aus einem Fake-Switch. Ich hoffe, diese zwei Variationen haben euch gefallen. Ihr könnt den YouTube-Kanal immer unterstützen, indem ihr liked,
subscribed und am allerbesten auch noch das kleine Glöckchen aktiviert. Bis zum nächsten Mal.